ich habe recherchieren müssen dürfen über Pflanzen und Musik. Also das Buch heißt, so ein ganz altes Buch aus den 60er Jahren, und das geheime Leben der Pflanzen. Und da geht es halt immer darum, was für Musik gut für die Pflanzen ist. Ja, und das hat mich dann irgendwann genervt, dass die Pflanzen sich nicht selber aussuchen dürfen, genau, was sie für Musik machen. Da war ich einfach neugierig, ob man irgendwie Klänge selber raussuchen kann. So alles, was irgendwie lebendig ist, hat so irgendwas für Bioenergie drin und kann auch verwendet in ein Audiosignal. Ich glaube, so je trockener die Pflanze, oder wenn eine Pflanze ganz trocken und leer ist, dann ist es ziemlich schwierig. Der Kaktus jetzt zum Beispiel, der war da was gestern schwierig, der ist sehr leise. You can set the synthesizer sound however you want. And then the plant, as the energy of the plant changes with sunlight or with water, it will slowly change the input of the or the output of the synthesizer. So it's a very slow process. Yeah. We can make it more exciting sometimes. Vom Technischen, das sind EKGs dran an den Pflanzen, also ganz normale EKGs, die man für Menschen auch verwendet. Und da ist so Gel drinnen, und die werden dann abgenommen, wird das Signal mit den Kabeln, und das geht, da ist so einen speziellen Verstärker rein. Magic Box. Magic Box, ja. A friend of ours built it. We told him what we needed it to do, and he built it. So we don't actually know what it does, but we're pretty sure there's magic inside. Und die ist dann wieder verbunden mit einem Synthesizer, also steuert, also das, was in der Pflanze passiert, oder der Widerstand von der Pflanze steuert dann quasi den Synthesizer oder die Einstellung, die wir dann raussuchen. Also am besten sind so Aloe Vera, sind ganz gut, Gemüse ist super, also die Tomate macht eigentlich immer ganz viel Lärm. Also je mehr Flüssigkeit, desto besser. This is the other one we use, which I blew up today. So it's not working, but it's just a combination of capacitors and resistors that generate an electrical signal. Manchmal fangen sie Radiosignale ein dann über die Pflanzen. Das ist dann, also manchmal nervt es dann auch, weil man nichts anderes macht, sondern nur Radio. Ja. We did a residency last year in Radio France with the GRM, Groupe Recherche Musicale, just to develop the plant ideas. And yeah, they gave us a really nice studio. We made lots and lots of recordings, usually recording things for many hours, 2, 3, 4 hours, to sort of hear how the plants would change. It was a bit unfortunate that the studio didn't have any daylight, but that was also okay. Maybe we can play some of the recordings we made last year with that electronics as a poor substitute, if we want. Sort of cheating, you know. That's how it goes.